Gott kommuniziert heute direkt mit Ihnen. Es vermittelt, dass die Gesamtenergie dieses Monats von Erfolg und Glück und der Überwindung aller Hindernisse geprägt ist. Gott sendet eine Botschaft der Liebe und Hoffnung und verspricht einen Blick in eine strahlende Zukunft. Vertraue darauf, dass gute Dinge auf dem Weg sind. Gottes Stimme ist wie eine wunderschöne Symphonie in der Welt der Möglichkeiten zu hören, in der Träume und Realität verschmelzen. Dies ist eine Zeit der Transformation und Erneuerung. Seien Sie bereit, die Fülle anzunehmen, die Sie erwartet. Gottes Wort dient als Erinnerung daran, dass Hoffnungen wahr werden können und dass Entschlossenheit der Schlüssel dazu ist. Manchmal stimmen die Sterne überein und bieten eine Chance, die Ihr Leben völlig verändern kann. Gott hat heute eine wunderbare Botschaft voller Hoffnung und Freude, insbesondere für Sie, in Bezug auf die Ehe mit jemandem, der dies mit einem Anwalt bespricht. Es gibt einen entscheidenden Punkt im riesigen Gefüge der Existenz, an dem die ganze Ewigkeit zusammenarbeitet, um zwei Seelen zu vereinen. Sie stehen im Mittelpunkt des Ganzen. Diese Person, die schon lange in der Welt der Liebe an ihrer Seite ist und sie aus der Ferne stillschweigend liebt, ist bereit, ein außergewöhnliches Maß an Hingabe zu erreichen. Sie haben große Pläne, ihre Beziehung auf die nächste Ebene zu heben, und Gott möchte, dass sie dies aufrichtig und vollständig wissen. Die Ehe ist nicht nur eine rechtliche Formalität, sie ist ein Versprechen, ein gemeinsames Leben zu verbringen, und eine Bestätigung der Liebe. Diese Person ist nicht nur ein Begleiter, sondern ihre wahre Liebe. Gott möchte, dass sie wissen, dass ihr Seelenverwandter eine Quelle himmlischer Liebe ist und dass er diese Verbindung beobachtet und sie mit seiner liebevollen Gegenwart beschützt und leitet. Sie wurden in allen Bereichen ihres Lebens von Gott reichlich gesegnet. Er ist ihr Beschützer, der sie durch dieses schöne Kapitel ihres Lebens führt und dafür sorgt, dass sie mit Freundlichkeit gesegnet werden. Die bevorstehende Vereinigung ist ein Zeichen dafür, dass gute Dinge kommen, und Gott überschüttet sie mit seinem Segen für Fülle, Freude und Liebe. Dies ist ein göttliches Geschenk, das mit himmlischer Gnade verliehen wird. Nehmen Sie dieses Geschenk mit offenen Armen an, denn es ist ein Ausdruck unendlicher Liebe zu Ihnen. Dieselben himmlischen Kräfte, die Ihnen diese Gelegenheit eröffnet haben, sind da, um Sie durch die kommenden Schwierigkeiten und Siege zu führen. Vertrauen Sie auf Gottes göttlich geschaffene Verbindung. Begrüßen Sie Ihre bevorstehende Hochzeit mit offenen Armen und lassen Sie sich von ihr zu der Freude und Erfüllung führen, die Sie erwartet. Amen.